Herr Scheuer, ich hätte da mal eine Frage. Sag mal, Sie sind unter der Scheuer. Nein, aber vielleicht kann ich Ihnen behilflich sein. Ja, dann erklären Sie mir mal, warum die Motorstärke von zugelassenen Neuwagen heute im Schnitt bei 154 PS liegt. 154 PS. 1995 waren es noch 95 PS. Aber das ist ja absurd. Ja! Das müssen wir sofort erhöhen. Und wissen Sie, was es eigentlich absurd ist? Dass wir in Deutschland das einzige Land sind, wo dieser ökologische Wahnsinn auch noch politisch gefeiert wird, oder? Stichwort Tempolimit. Ja, da geht's schon los, oder? Falsch! Malta und Färöerinseln, das sind doch Bastionen der Freiheit. Das sind Inseln. Wenn du auf den Färöerinseln auf 200 beschleunigst, musst dich die Wasserwacht zurück ans Land stellen. Ja? Und es geht ja wirklich nicht um die Umwelt. Ich meine, Notärzte wollen es, Polizei will es. Ich weiß, Andreas Scheuer sagt, ah, wieso, wir haben doch jetzt schon die sichersten Autobahnen der Welt. Was? Da draußen herrscht Krieg. Ich muss ja berufsbedingt sehr, sehr viel Auto fahren. Ja, als Kabarettist lebe ich ja quasi auf der Straße, wirklich. Es gibt Autobahnraststätten, da bin ich in der Woche so oft, dass mir Sani Fair erlaubt hat, auf der Toilette Bilder von meiner Frau aufzuhängen. Ja. Und es gibt wirklich kaum etwas, was mir den Alltag so vergällt wie ein von diesen wild gewordenen Asphalt-Rambos, die noch mit 150 am Arsch kleben und dir Lichthupe geben, als wollen sie sich nicht überholen, sondern eine Rektoskopie durchführen. Ja. Ja, und dann sagt immer Markus Söder, ja, wir brauchen doch Technik statt Ideologie. Welche Technik meint der? Klar, es ist toll, wenn der Airbag aufgeht. Blöd, wenn die 200 Sachen dann noch der Motorblock hinterherkommt, okay? Mein Nachbar, der hat sogar einen Ausweichassistent. Und jetzt ein Ausweichassistent hat die Karre trotzdem zu Schrott gefahren. Hab ich gesagt, was ist denn los? Du hast doch einen Ausweichassistent. Hat er gesagt, ja, er hatte einen Ausweichassistent, aber es wäre besser gewesen, wenn der Baum auch noch einer gehabt hätte. Ja. Und ich weiß, und irgendwann kommen sie dann mit dem Ökonomiehammer. Ja, Moment mal, ja, da hängen doch Arbeitsplätze dran, die Autoindustrie. Entschuldigen, wird irgendjemand kein Auto kaufen, nur weil es das Tempolimit gibt? Was, 130? Ja, da kann ich gleich zu Fuß gehen. Jetzt geht's ab los. Moment, nach der Logik dürfte kein Amerikaner und kein Chinese ein deutsches Auto kaufen, weil die haben ja das Tempolimit. Sie machen es aber trotzdem. Warum? Weil ein deutsches Auto ein Statussymbol ist. Da geht es nicht um Funktionalität. Das ist wie mit Uhren, oder? Eine Uhr ist eine Uhr, egal ob sie aus dem Kaugummiautomaten kommt oder vom Juwelier stammt. Solange die Uhr geht, zeigt sie in jeder Zeitzone dieselbe Zeit, oder? Trotzdem habe ich noch eine Uhr gesehen, eine Rolex Sea-Dweller, für 10.000 Euro. Und wisst ihr, warum diese Uhr Sea-Dweller, Meeresbewohner heißt und 10.000 Euro kostet? Weil diese Uhr laut Anzeige wasserdicht ist bis 1.200 Meter tief. Wer zur Hölle? Braucht eine Uhr, die ist 1.200 Meter wasserdicht ist. Ich bin Sporttaucher, ich verspreche es euch, wenn ihr euch auf 1.200 Meter Wassertiefe befindet, da habt ihr wirklich andere Probleme. Als haben wir Uhr eigentlich. Ich meine, wer soll die Uhr tragen? Pottwal oder was ist los? Ja? Und man muss mit der Uhr auch nett tauchen gehen, weil da ist kein Tiefenmesser dran. Und ein Tiefenmesser braucht man beim Tauchen sehr, sehr dringend. Okay, man kann argumentieren, wenn die Uhr stehen bleibt, weiß man, jetzt bin ich auf 1.200 Meter. Ja? Ja, und Moment, und es hat auch absolut nichts mit Freiheit zu tun. Es geht um Status, nicht Freiheit, weil das ist ja das beste Argument. Selbst Weltchefredakteur Poschardt hat sich nicht entblödet zu sagen, mit dem Tempolimit fällt das letzte Freiheitsfeld der Deutschen. Sag mal, verstehen Sie, wenn in Nordkorea jemand sagt, ja, oh, ich darf nicht wählen, ich darf mich nicht versammeln, ja, der Vater sitzt im Knast, der Opa hat es erschossen und wenn sie mir jetzt auch noch mit dem Tempolimit kommen, ja, dann zieh ich auf die Färöerinseln. So sieht's aus, ja. Ja, nein, danke schön. Bitte, ich mache einen Vorschlag. Warum muss es diese Freiheit sein? Wir können doch einfach Freiheiten tauschen. Wir führen das Tempolimit ein. Dafür dürfen Porsche-Fahrer in Zukunft nackt tanken.